Nix ist! Schneiden, brutzeln und köcheln. Jetzt geht's los. Ab sofort ist die Smit-Kochschule geöffnet. In Kursen mit verschiedenen Schwerpunkten lernen Hobbyköche von erfahrenen Profis. Mein Name ist Mike Hus und ich koche eigentlich alles. Und schwerpunktmäßig, wenn ich das so sagen kann, Leidenschaft ist die asiatische Küche bei mir. Mein Name ist Normie Wenge und ich gebe hier Basic-Kochkurse für die Anfänger. Ja, mein Name ist Ralf Posiomka. Ich bin hier Kochlehrer an der Kochschule. Und meine Schwerpunkte in den Kochkursen sind in der mediterranen Küche, in der asiatischen Küche, Kurse mit Fisch und Fleisch. In den Kursen der Smit-Kochschule geht es um verschiedene Kochthemen aus aller Welt. Auch saisonale Themen, Fingerfood und Vegetarisches gehören dazu. Jeder Kurs dauert 4 Stunden und verspricht den Teilnehmern ein tolles Erlebnis. Die Teilnehmer kommen an, werden begrüßt mit einem Sektempfang, kriegen ein leckeres Appetithäppchen. Dann bereiten wir die einzelnen Kochnischen vor. Die einzelnen Teilnehmer bekommen die einzelnen Produkte vorgestellt, was sie kochen müssen, wie sie es zuzubereiten haben. Und dann kümmere ich mich darum, dass das Menü nach und nach zusammengekocht wird. Wenn es was Besonderes gibt, dann mache ich das dann vor auch. Dann zeige ich das sozusagen. Es gibt Warenkenntnisse. Wir stellen die ganzen Produkte vor, Kräuter, Gewürze, Öle. Dann wird das Essen angerichtet. Wir haben da spezielle Anrichtetechniken, moderne Anrichtetechniken, die wir den Gästen zeigen, wie sie auch selber dann ihre Gäste damit verwöhnen können. Ja, und der Abschluss und die Krönung ist natürlich das gemeinsame geschmackliche Erleben, das, was wir da gekocht haben. Und dann sitzt man gemütlich an einer großen langen Tafel und genießt die Produkte, die wir da gemeinsam gekocht haben. Die Getränke gehören auch zum Kursinhalt. Begleitet werden die Gerichte zum Beispiel durch verschiedene Weine. Die Auswahl ist extra auf die Menüs abgestimmt. So nehmen die Kursteilnehmer neben dem Fachwissen aus der Küche auch noch Fachwissen zum Thema Wein mit nach Hause. Das Thema Kochen beschäftigt die meisten Menschen auf irgendeine Weise. Zur Eröffnung der Kochschule sind viele Sportler gekommen. Und wie der Sport ist das Thema Kochen mit viel Leidenschaft verbunden. Ich glaube, dass viele, die Sportler sind, schon darauf achten und gucken, was sie kochen und wie sie kochen, welche Nährwerte da drin sind. Aber wenn ich koche, dann koche ich, weil ich Hunger habe und das muss am Ende schmecken. Für mich ist Kochen jetzt nicht nur eine Tätigkeit in der Küche, sondern einfach auch ein Lebensgefühl, dass ich sagen kann, das macht unheimlich Spaß, mit frischen Sachen was selber zu machen und dann natürlich auch den Gedanken, Leute einzuladen, Gäste zu haben und für die was zu machen. Das macht unheimlich viel Spaß. Ich finde mich persönlich relativ ambitioniert. Das wird nicht immer geteilt, die Meinung, aber für meine Frau, wir essen gerne Nudelgerichte. Jetzt haben wir heute ein Familienessen, da wird Gans gekocht. Das mache ich auch jedes Jahr und die gelingt mir eigentlich auch immer ganz gut. Ambitionierte Hobbyköche oder Kochanfänger, jeder findet in der Smit-Kochschule den richtigen Kurs für sich. Das ist die Gelegenheit, von erfahrenen Profiköchen zu lernen, dabei die neuesten Küchengeräte zu nutzen und mit großem Spaß gemeinsam mit anderen zu kochen. Es ist uns ein Anliegen, also auch mit guten Zutaten zu kochen und sich gut zu nähern und auch Verantwortung dann dadurch für sich und andere zu übernehmen. Die Kursteilnehmer sollen einfach ein bisschen das Gefühl fürs Kochen entwickeln. Sie sollen die Angst verlieren, an irgendwelche Produkte ranzugehen und sie nicht kochen können. Für den Abend sollen sie Spaß haben und die sollen einfach Inspiration haben. Die sollen einfach weitermachen. Wer beginnen möchte, seine Kochkünste zu entdecken oder gleich zu verfeinern, der findet hier den richtigen Kurs. Die Smit-Kochschule steht Ihnen übrigens auch für Firmenfeiern, Geburtstage und andere Events zur Verfügung. Infos zur Kochschule und den Kursplan finden Sie online unter www.smit.de.